Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Project Hospital. Ja, ich glaube, es ist heute soweit. Es gibt aber keinen Grund zu weinen. Ich denke, es war ein richtig geiles, naja, angespielt kann man nicht sagen, ein geiles Let's Play. Also mir hat es eine riesen Laune gemacht, sage ich jetzt schon mal vorab. Ich werde natürlich noch was als Resümee sagen, auch wie geht's so weiter, was kommt denn anstelle von Project Hospital und was passiert in diesem Let's Play. Das ist ja mittendrin, ne? Da sage ich auch noch was zu. Ja, heute werde ich also, nachdem wir ja in der letzten Folge den Rettungswagen gekauft haben und den viel zu günstigen Lift oder Aufzug bekommen haben, weil wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass das Ding früher teurer war. Also irgendwie weitaus mehr als 1.990 oder 999 Dollar. Aber gut, wenn das so ist, dann ist das so. Dann will ich dem auch gar nicht widersprechen, ne? Dann nehme ich das gerne so hin und freue mich darüber. Ja. Wie gehen wir jetzt weiter? Was ist denn jetzt hier? Was? Ach so, wir sind noch früher morgen. Ja, Urinuntersuchung gemacht. Ja. Okay, super. Dann mach mal weiter. Wird schon passen, wenn ihr den Urin untersucht, ne? So, was fehlt uns noch? Wie geht man jetzt vor, wenn man eine weitere Etage hat? Das wäre ja eigentlich noch der einzige Punkt, der zu klären ist. Weil ansonsten, wie baut man hier auf? Wie korrigiert man das Ganze? Ich würde noch eine Sache euch vielleicht empfehlen, wenn ihr euch für dieses Feld hier entscheidet. Das ist ja dieses 64x64 Feld in klein mit dem Parkplatz auf der rechten Seite. Ich würde am Anfang, ist mir jetzt irgendwie so eingefallen, würde ich hier vorab, bevor ich irgendwas mache, würde ich mir hier ein großes Stück gleich kaufen. Ja, also mindestens mal das hier unten bis, ich sag mal hier, wo die Notfallstation, die Normalstation beginnt. Ja? Also hier so, wo dieser Gang noch lang läuft. Ja, also bis hier oben hin. Dieses ganze Stück hier runter. Zack, also ab da oben. Moment, so, ab hier. Einmal hier runter. Zack, zack, zack. Hier um die Ecke. Das würde ich mir kaufen. Den Platz braucht ihr ja eh irgendwann. Und am Anfang habt ihr 100.000 Dollar und die Kleinigkeiten, die ihr erstmal braucht, um überhaupt zu starten, die kriegt ihr alle mal hin. Und dann würde ich mir jetzt, so wäre meine zukünftige Vorgehensweise, ich meine, ich werde ja noch weiter zocken, würde ich mir hier den Broadway einzeichnen, genau, dass der hier geradeaus durchläuft, damit ich diese Nase hier nicht habe, ne? Damit das hier nicht so um die Ecke geht, sondern dass der hier geradeaus durchläuft. Ne? Warte mal, ich zeige euch das mal eben, falls mir jemand nicht folgen kann. Ich würde also im Grunde hier würde ich den Broadway langlegen. So. Na, einmal, dass der hier gerade durchgeht. Nicht irgendwie hier so um die Ecke, sondern dass ich hier einen Dreier habe, der bis zum Ende durchgeht. Den würde ich mir als erstes einzeichnen, einfach als Orientierungspunkt. Dass da ein Gang herlaufen soll. Und von da ausgehend würde ich dann eben alles andere anbauen, damit ich eben hier keinen Platz verschenke. Das ist einfach nicht optimal. Das ist nicht optimal, dass ich das hier so um die Ecke baue. So, das kann man besser hinkriegen. Ja, das kann man wirklich besser hinbekommen. Klar, ich könnte das jetzt korrigieren, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, man kann es besser hinbekommen. Deswegen hier gleich den Broadway einzeichnen, dann passt das. So. Gut, jetzt lassen wir hier wieder laufen. Und ähnlich mache ich das ja hier oben. Ja, also wenn ich jetzt eine Etage höher gehe und sage, ich möchte mir jetzt hier bitteschön die Intensivstation auch hinbauen, dann seht ihr erstmal, es ist wirklich nicht viel. Wir brauchen Korridor, einen Abstellraum, einen Korridor, Abstellraum, Aufenthaltsraum. Das ist das teuerste, die Intensivstation und dann Bereitschaftsraum für Arzt. Maximal erstmal kommen da zwei Leute rein. Also eine reicht erstmal. Und Schwesternzimmer reicht am Anfang auch eine. Völlig ausreichend. Ja, und Toiletten. Also ihr seht, das ist keine Riesenstation. Die kriegst du hier in die Ecke gut hin.
Zumindest am Anfang. Allerdings mit zunehmender Größe brauchen wir auch ein paar Betten mehr. Ihr solltet also für die Intensivstation schon wenigstens 5 Betten einplanen. Und jetzt, warum wird der Raum recht groß? Oder man kann auch 2 Räume machen. Ich werde das jetzt mal mit 2 Räumen planen. Bei der Intensivstation, die Betten sind so aufgebaut, dass du also das, du hast einmal, ich verschwende mal ein bisschen Kohle, damit man es besser sieht. Du hast einmal das Bett, dann hast du hier, die Beatmungsstation, Überlebensstation und so weiter. Hier hast du den Patientenmonitor und ich baue dann immer noch hier, baue ich immer noch mal so einen Vorhang rein, sodass ich also pro Bett 4 Plätze einplanen muss. Ja, so mache ich das, wie ihr es dann macht. Vielleicht, also gerade, also wer da jetzt andere Vorschläge hat, immer her damit, bin ich also sehr, sehr offen für. Das ist so meine Idee, wie ich das mache. Ja, gut. So, was brauchen wir jetzt, wenn wir die Intensivstation haben? Also wir brauchen 4 Betten. Das heißt, das ist der Platz für ein Bett. 8 ist für 2. 12 für 3. Und 16 für 4 Betten. Ist schon scheiße viel, ne? Entschuldigt das, dieses harte Wort, aber es ist schon verdammt viel, ne? Soll man nicht meinen, ne? Aber du brauchst diesen Platz. Du brauchst diesen Platz unbedingt, sonst hast du ein Problem. Wir machen jetzt erstmal 3. 3 Betten reichen bis 12. Ja? So, dann haben wir natürlich das Bett belegt. 2 Plätze in der Tiefe, dann kommen noch 2 Plätze, die ich davor brauche. Und ein Platz zum Rangieren, also 5. 5 mal 12. Batsch. Dies wird unsere erste Intensivstation, unser erster Raum. Ja, gut, dann ist das so eine Sache. Der Weg ist schon ein bisschen weit, aber egal. Wir brauchen wirklich nicht so viel Platz. Wir können hier wunderbar einen Aufenthaltsraum hinbauen. Ja, der reicht, weil wir haben 2 Leute. Später haben wir dann vielleicht 4, maximal 5. Deswegen lassen wir uns einfach die Option, hier noch um die Ecke zu bauen oder hier was dran zu bauen. Ja, also wir machen also hier noch einen zweiten Raum. Also so mache ich das dann für die Zukunft. 1, 2, 3. Beziehungsweise 1. Ja, 1, 2, 3. Und dann haben wir hier einen zweiten Raum. Das wären dann schon 8 Betten. Das ist verdammt viel. Das ist wirklich verdammt viel. Auch ehrlich gesagt zu viel. Muss man ganz klar sagen, habe ich bisher noch nie gebraucht. 6 habe ich schon benötigt. Also 6, 7 hatte ich auch schon mal. 8 ist eigentlich schon verdammt viel. Also da muss schon eine Menge passieren. Wobei ich noch nie irgendwelche Specials hatte. Ja, ich bin jetzt mit meinem Spiel, das ich durchgezogen habe, fast durch, dass ich also wirklich alles komplett habe. Und dann geht das eigentliche Spiel noch erst los. Dann gibt es nämlich noch Aufforderungen oder Anforderungen und sowas. Okay, wir machen jetzt mal hier, weil ich das Spiel auch so durchziehen will, mal 5. Da haben wir eine Menge Betten. Dann nehmen wir auch mal hier. Ups. Nehmen noch mal hier ein bisschen was vom Aufenthaltsraum, sagen 1, 2, 3, das ist der Gang, ja, dann können wir bis hier, nein, 1, 2, 3, so bis hier, Kreuzkopf, so, Kreuzkopf, so. Das ist also der Aufenthaltsraum, der ist eigentlich viel zu groß. Das ist ja, also, reiner Luxus hier, muss man sagen. Egal. Gott,
Dann kommt hier unser Arzt hin und unsere Ärztin. Viel zu groß. Viel zu groß. Naja, vielleicht brauchen wir mal zwei, ne? Dann haben wir das. So. Und dann machen wir hier direkt daneben das Schwesternzimmer. Aufenthaltsraum, den Aufenthaltsraum. Warte mal, wir machen hier Korridor, Korridor, Korridor. Zip. Na? So. Flop und flop und flop. So. Dann können wir hier den Abstellraum, den baue ich einfach hier direkt daneben. Warte mal. So, so. Der ist ein bisschen sehr klein. Der ist auch nur 3, der Fahrstuhl. Nicht 4, der ist nur 3 in der Breite. Das ist mir ein bisschen zu klein. Bauen wir den dahin. Und wie ich den Raum dann nutze, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber ich weiß, dass ich hier. Ach, Toiletten haben wir ja noch nicht. Wartet mal eben. Da habe ich eine Idee. Wir machen Folgendes. Weg. Da-dum. Den. 1, 2, 3, zack. Und dann machen wir hier. Na. So. Vernünftige Toiletten hin. Ruhig 5x5. Das ist schon okay. Das wird von anderen Stationen auch genutzt werden. Gegebenenfalls können wir das auch noch verkleinern. Ja, und das ist die gesamte Intensivstation. Ne? Also mehr ist wirklich nicht. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, was man für eine Farbe nimmt. Ich bin immer dafür, dass man das nicht alles so negativ macht. Man könnte jetzt ja schwarz machen, weil hier geht es ja viel auch um Tod und so. Ne, wir machen das mal hier so in Orange. Wir machen die mal in Orange. Ne? So, und dann machen wir auch hier einen Moment. Wir haben ja dies genommen, so, zack. Und zack. Okay, jetzt baue ich das hier auch mal einfach runter. Nein, so nicht. 1, 2, 3, ja super, danke schön. Ich hab dich auch lieb, Spiel, wirklich. So. Und dann machen wir das hier wieder in beige. Ja. So. Dann sieht das doch schon ganz ordentlich aus. Wir wollen den Raum ja nicht unnötig groß machen. Intensivstation. Korridore. Anpassen kurz. Ja. Passt auf, jetzt haben wir, wie viel Kohle haben wir? 6.700, kommen wir nicht weit mit. Und dann müssen wir mal einmal kurz runtergehen, ein bisschen laufen lassen auf Tempo, dass wir ein bisschen Geld machen. Und dann werden wir mal zusehen, dass wir den Korridor einrichten. Und vielleicht machen wir heute dann auch ein bisschen Überlänge, was aber okay ist. Denn dies ist die letzte Folge von Project Hospital für dieses Let's Play. Ist ein bisschen traurig, aber ist auch völlig okay. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Dann haben wir wirklich alles drin. Wie baue ich eine Station auf? Wie entwickle ich die weiter? Wie kann ich erstmal mit wenig Geld auch zur Chirurgie kommen? Wie komme ich dann hoch in die nächste Etage? Worauf muss ich achten? Und wie kann ich den Anschluss machen? Ich habe die Variante, mir meinen Aufbau vom Erdgeschoss zu übernehmen, indem ich einfach die Wände und die
die Gänge übernehme, was übrigens nichts kostet, wenn man das eine Etage weiter oben übernimmt. Oder ich habe die Variante, dass ich sage, falsch gestellt, kann doch gar nicht sein, sowas machen wir nicht. So wie ich es mache, ich möchte nur den Boden übernehmen. Ne? Also ich möchte gar nichts großartig. Das ist keine Fraktur, alles klar, dann gibt es hier noch das, dann gibt es einen Eisumschlag und Betäubungssalbe. Ach, weißt du was? Such dir das doch selber aus. Mach doch, was du willst. So, Verband und Betäubungssalbe, dachte ich mir. Alles andere wäre auch irgendwie doppelt gemoppelt. Aber egal. Wir haben es doch. So, wir sind schon wieder bei 11.000. No, läuft doch ganz gut, würde ich sagen. Kommt denn eigentlich unser Krankenwagen nochmal? Ah, der kommt nochmal, seht ihr? Erst einmal ist er rausgefahren. Ja, und wenn man vom Teufel spricht. So, wer ist denn eigentlich hier unser Notfallspezialist? Ach, da ist er hier. Ach ja, Jonathan. Jonathan war es ja, genau. Jonathan macht einen guten Job. Bin ich eigentlich gut, sehr zufrieden mit. Hat erst 8% Erfahrung und dafür macht das wirklich gut. Also da kann man nicht meckern. So, dann warten wir mal noch die Ambulanz ab. Der ist immer noch im Bett. Ja, du fühlst dich hier ganz wohl, ne? Na gut, eine Nierenquetschung. So. Jetzt schauen wir uns das nochmal in Ruhe an. In der letzten Folge war der... Also Ambulanzeingriff ja nicht so, ne? Also ich muss ja sagen, war ja jetzt nicht so der Knaller, ne? Also jetzt hier. Notfallversorgung ist okay und danach bitte einmal die körperliche Untersuchung. Okay. Ist ganz ungewohnt jetzt, ne? So auf normale Stärke. Geschwindigkeit Stärke. So, ich tippe mal auf eine stumpfe Pankreasruptur. Das ist jetzt echt einfach geraten. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür. Ich habe einfach mal so geraten. Steht vorne, hat 21%. Wird es wohl schon sein. Na? Ja, was sagt die körperliche Untersuchung? Kriegen wir da schon was mit? Stumpfe Milzruptur haben wir. Okay. Eine stumpfe Milzruptur. Was brauchen wir da? Er muss auf jeden Fall operiert werden. Ja, in dem Fall brauchen wir nichts großartig vorbereiten oder sonst was. Der geht sofort in die Chirurgie. Da ist völlig klar, was zu tun ist. Na? Chirurgie und dort dann entsprechend abdominale OP. Na, sofort unter das Messer. Mal schauen, wie lange es dauert, bis sie ihn dahin bringen. Wir müssen natürlich erstmal die ganzen... Und jetzt sieht er, es wäre von großem Vorteil, wenn man jetzt einen vierten Arzt hätte, dann könnten die drei sich auf den OP vorbereiten. Und der vierte Arzt und macht hier die ganzen Untersuchungen und so weiter. Ne? Alexandra Pietsch wird noch von der Ulrike Brammen und versorgt. Die ist übrigens unsere Anästhesistin, auch Nachwuchskraft. Ja, ja, von uns ausgebildet. Und die muss auch operiert werden. Und da kommt ja einiges an Arbeit auf uns zu oder aufs Team zu. So, was haben wir hier? Schwierigkeiten? Das sieht jetzt nicht so dramatisch aus. Sinusitis, virale Tonsillitis oder Influenza. Da gucken wir uns einfach mal den Mund an, die Mundhöhle. Machen wir hier so, ne? So. Schauen wir mal, ob wir damit schon was ausgeschlossen bekommen. Zack, und da bleibt Sinusitis über. Wunderbar. Dann verschreiben wir alles. Ja, inklusive Ruhe, komm, inklusive Ruhe. Wir geben alles. Wir geben dir alles, Alexandra. Na,
ein salines Nasenspray, damit die Nasenflügel ordentlich vibrieren. Und dann darfst du auch nach Hause gehen, bevor du, wenn du die $100 da gelassen hast. Ja, alles gut, hier, komm. Geh nach Hause, ciao. So war das. So. Ah, hier macht man sich bereit. Wer wird denn? Die macht nichts. Wen haben wir hier? Ah, die Alexandra ist als erste dran. Endoskopische Kauterisation. Okay, wird ein kleiner Schnitt gemacht und dann alles weggebrannt sozusagen. Oder verschweißt, könnte man auch sagen. Okay, wie viel Kohle haben wir jetzt? 15.000, ja. Ich warte mal eben die Kauterisation ab und dann gehen wir mal eine Etage höher und schauen mal, ob wir den zumindest schon mal das intensive Bettchen hinbekommen. Ein Bett für die benötigte Behandlung ist belegt oder das Personal ist überlastet. Nö. Überhaupt nicht. Da ist niemand überlastet. Es wird nur gerade ein Eingriff vorgenommen. So. Da musst du dich schon mal ein wenig in Geduld üben. So. Das ist erledigt und dann können wir den Marco uns vielleicht auch vornehmen. Der Marco hat aber noch was, sehe ich. Mach mal das und was können wir noch machen? Bei einer stumpfen Milzruptur. Vielleicht den Blutdruck bei Gelegenheit. So. Alles klar. Aha, es ist umgesprungen auf gelb. Das heißt, er wird jetzt operiert. Oh, der Saal ist ja noch dreckig. Naja. Was soll man machen? Ne? Kommt noch ein bisschen Blut zum Blut dazu. Gut, dann ist aber auf jeden Fall der Marc auch versorgt. Oder der Marco. Wir liegen jetzt bei 15.000. Und machen wir mal Pause und gehen mal eine Etage höher. Ja. Zack. Zack. Natürlich brauchen wir erstmal ein paar Wände. So, und dann brauchen wir natürlich ein Bett. Ja, das wird dann eben auch rot. Ja, so. So, wir brauchen, das ist echt sauteuer, muss man einfach sagen. Ja, einmal die Lebenserhaltung, die kommt hier hin, die machen wir natürlich auch rot, die kommt hier hin. Dann haben wir die mechanische Beatmung, die brauchen wir nämlich auch, die kommt da drunter. Dann brauchen wir natürlich einen Patientenmonitor und natürlich machen wir den verbesserten. Zack. Dann haben wir nur noch 4,6, ne? Also ist echt teuer. So, dann haben wir erstmal das, was fürs Bett wichtig ist. Natürlich gibt es auch noch eine Bettkonsole. Die ist nicht kriegsentscheidend, aber ich möchte die immer haben. Dann brauchen wir natürlich einen Defibrillator und einen Geräteschrank. Den mache ich aber hier kommt. Also Moment, jetzt mache ich noch eben eins. Den Sichtschutz. Ne? Das ist so klassisch amerikanische Art. Wenn ihr mal die Serie Grey's Anatomy oder Emergency Room oder so gesehen habt, da werdet ihr feststellen, in amerikanischen Krankenhäusern, die ja angeblich die besten der Welt sind, die sind halt zu arm und können sich eben keine Wände leisten. Die machen das immer alles nur mit diesen Vorhängen. Und in deutschen Krankenhäusern sieht das ein bisschen anders aus. Da haben wir richtige Vorhänge. Richtige Wände.
Außer in den Wachräumen. Ich glaube, in den Wachräumen, da gibt es, soweit ich weiß, auch nur diese Vorhänge, die man vorzieht. Aber da du da eh halb besoffen im Bett liegst, kriegst du davon sowieso nichts mit. So. Kann auch sein, dass ich jetzt Schluss erzähle. Falls ich das tue, schreib es mir in den Kommentaren. So, dann bauen wir das noch hin und dann gibt es auch den CRP-Analysator. Natürlich. Natürlich gibt es auch was zum Reinigen obendrauf. Und oh ja, wir müssen ja nochmal. Das kriegen wir alles nicht hin. Keine Chance. Das Blutanalysegerät kann ich noch bauen. Das schaffe ich noch. So gerade eben mit letzter Kraft. Warte mal, das geht von da, muss ich drankommen. Ich baue das mal einfach hier davor. Und werde das dann nachher verlagern. So. Na, das Blutanalysegerät. Mobilen Arbeitsplatz. Warte mal eben. Muss ich mir was schauen? Das gibt es nicht in verschiedenen Farben, okay. Ja, also wer jetzt mich für einen Korinthenkacker hält, egal, ne? Also, wenn, dann wollen wir das auch schon richtig machen hier, ne? Da kommt der mobile Arbeitsplatz und ja, das Letzte, was noch fehlt, ist das spezielle Ultraschallgerät, das wir auch in der Notfallstation haben. Das kriegen wir jetzt nicht hin, schade. Wir können aber schon mal ein. So. Einen Wagen bereitstellen. Oder sollen wir das hier hin? Ja, wir stellen das hier hin. Ich kann mich nicht entscheiden. Komm, dahin. Und Tür bauen wir auch schon mal ein. Ruhig in Gelb. Oder in Rot. Oder in Weiß. So was so. Ja, Gelb sieht echt scheiße aus, ne? Gelb-Orange beißt sich total. Das sieht. Naja, geht so. Wenn ich die Wände mal richtig hochfahre. Warte mal. So. Ach, ich blöd, Mann. Mach mal voll. So. Wollte ich dann noch nicht da. So. So. Oder ganz in Weiß. Wenn jetzt hier der Streifen in Orange wäre, dann warte mal. Finde ich irgendwie besser als die Alternative. Lassen wir das so. Machen wir das so. So, pass auf. Es ist eine Intensivstation. Wir können uns ruhig zwei Türen leisten. Ne? So. Ja, ist immer noch nicht fertig, weil wir einfach nicht genügend Kohle haben. Ne? Also Intensivstation ist halt teuer. Ne? Jetzt kommen wir erstmal noch im Minus, weil unsere Ärzte ja auch komischerweise bezahlt werden wollen und unser Pflegepersonal. Echt unverschämt. Aber gut, kann man nichts dran ändern. Oh Gott, und wir sind schon bei 30 Minuten. Oi, 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 oi. Tempo, Tempo, Tempo. Ich will fertig werden, Leute. Na? Eigentlich bin ich ja fertig. Wisst ihr was? Ihr habt es jetzt gesehen, wie es aussieht. Ne? Also, ich will euch auch jetzt nicht zu viel nehmen. Ne? Ne? Also dann kommt der Korridor, dann wird hier die Station aufgebaut, dann kommen die da rein und dann haben wir hier. Dann haben wir das fertig. Warum mache ich das, obwohl doch eigentlich als nächstes, wenn wir uns hier die Aufgaben anschauen,
die innere Medizin gefordert wird, weil wir dann ja auch weitere Patienten bekommen. Ich mache das ganz einfach deshalb, weil wir ganz viele Patienten verlieren. Entweder sobald wir hier in der chirurgischen Abteilung einen Notfall bekommen, die kriegen, keine Ahnung, irgendwie Herzrasen oder was auch immer, dann müssen wir die immer abgeben. Wir müssen die immer irgendwohin abgeben und haben vielleicht schon Leistungen für 3.000, 4.000, 5.000 Dollar erbracht. Finde ich sehr ärgerlich. Haben wir eine Intensivstation, schicken wir die hoch auf die Intensivstation, die werden dort stabilisiert, kriegen die eine oder andere Untersuchung und gehen von dort aus direkt in den OP oder auch zurück in die Abteilung oder werden von dort aus entlassen. Wir verlieren weniger Geld. Das ist deswegen einfach. Wir machen einfach mehr Kohle, wenn die Intensivstation steht. Und wenn die steht, kommt die innere Medizin. Na, dann können wir die auch viel leichter bauen, weil einfach viel mehr am Patienten bleibt. Das ist der Grund, warum ich erst die Intensivstation mache. Okay, und ja, aber wie gesagt, jeder kann das so spielen, wie er will. Mir geht es halt darum, dass man eben das, was man an Leistung letztendlich erbringt, auch behält. Und wir haben ja diese komische Regelung hier, dass eben, wenn wir jemanden abgeben müssen, dass die Leistung, die wir schon erbracht haben, dass wir die gar nicht... Ups, was ist jetzt? Also... was will er? Es ist abgeschlossen. Ja, ist doch schön. Siehst du, ist doch alles wunderbar. Dann machen wir hier fertig soweit. Und danach machst du mal die beiden Sachen. Ja. Du machst mal die beiden Sachen erstmal. Okay. So. Türen mal wieder weg. Ja, ansonsten, was kann ich sagen? Das Spiel, dass es mir Spaß macht, ich glaube, das hat man mitbekommen. Dass ich es immer wieder spielen würde, ist auch klar. Es hat noch das eine oder andere Zimperlein. Ne? Das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz, es lässt sich insgesamt großartig spielen. Es läuft auch sehr stabil. Einen richtigen Absturz hatte ich noch nie. Wieso kann sie nicht behandelt werden? Ja gut, die Zimmer sind jetzt gerade mal belegt. Dann gehst du halt so lange in die Überwachungsstation, wenn du rummeckerst. Ne? Oder? Zieh mal hier vor. Komm ab, da, so, los. So ein Scheiß, ne? Dann hau doch ab. Das ist der Nachteil, wenn man halt nur drei Ärzte hat. Ja. Gut, dann soll sie eben abdampfen. Das will ich eigentlich vermeiden. Das kannst du nicht immer vermeiden. Aber wenn ich mir das jetzt so anschaue, wir haben jetzt Leistungen für 2430 Dollar erbracht. Die haut jetzt in den Sack und die Kohle ist weg. Finde ich echt scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, das sind so kleinere Schwächen. Ich weiß nicht, wie das in England oder in Amerika, weil das ist ja offensichtlich ein amerikanisches Vorbild, wenn man sich hier so den Aufbau der Stationen und dergleichen ansieht. Das ist ja nicht wirklich europäisch. Wobei ich jetzt, könnte auch Englisch sein, aber auf jeden Fall nicht deutsch. Deutsche Krankenhäuser sehen definitiv anders aus. Die ist gegangen. Upsala, ich bin gerade fertig geworden mit dem Rendern. Ja, du bist weg. Sie ist weg. Ja. Da mag das so sein in Amerika, dass nur derjenige, der am Ende den Patienten bis zum Schluss behandelt hat, alles Geld bekommt. In Deutschland sieht es ein bisschen anders aus. Alle Leistungen, die man erbracht hat, werden dann letztendlich auch mit den Krankenkassen abgerechnet. Ist ja auch nur recht und billig, ne? Aber ich kann ja immer mal sein, dass man in ein anderes Krankenhaus verlegt werden muss, weil es vielleicht auch eine Spezialbehandlung notwendig ist. Und da kann es ja nicht sein, dass das Krankenhaus, das vorher alles gemacht hat, den Patienten am Leben erhalten hat und nichts mehr bekommt. Ne? Das kann es nicht sein. Aber hier in dem Spiel ist das leider so. Und dann müssen wir damit leben. So, wir machen jetzt hier noch die letzten Einstellungen. Nichtsdestotrotz, eine absolute Kaufempfehlung, kann ich nur sagen. Zumal auch
immer wieder daran gearbeitet wird. Wir haben jetzt mittlerweile 12 Patches bekommen. Es wird weiterhin dran gearbeitet. Es gibt ein Forum, wo man auch reinschreiben kann. Man muss es leider auf Englisch tun. Auf Deutsch weiß ich nicht, ob es funktioniert. Ich habe damals mit meinem Problem mich in Englisch an die Entwickler gewandt, habe da aber wirklich innerhalb von 24 Stunden eine Antwort gekriegt und am nächsten Tag kam es ein Patch. Ich hatte wohl ohne es zu wissen, den Programmierern, den Entwicklern geholfen, ein Problem zu lösen, dass sie auch mit anderen oder ein anderes Problem auch noch zu lösen, das wohl häufiger auch zu Abstürzen geführt hat. Was das genau war, haben sie sich jetzt nicht ausgelassen, ist auch für mich egal. Auf jeden Fall, mein Spielstand hat ihnen dabei geholfen und das fand ich ganz großartig. Ja, und das Spiel ansonsten, es läuft wirklich schnell, es gibt eine gute, geile Community. Auf der ersten Seite sieht man ja auch schon, dass das schon Platz gelassen wurde für Mods. Also es wird hoffentlich demnächst auch eine Modding-Kultur geben. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses Spiel sich noch kräftig weiterentwickeln wird. Ich bleibe auf jeden Fall dabei. Ich werde auch dieses Spiel weiterspielen. Und vielleicht, wenn ich dran denke, schicke ich euch, wenn alles fertig ist, mal ein ganz kurzes Video vom fertigen Krankenhaus. Wenn ich alle Etagen aufgebaut habe, wie es denn so weitergegangen ist. Bis hierhin sage ich erstmal, war's das mit dem Let's Play. Was kommt als nächstes? Auch das ganz kurz für all diejenigen, die da ein bisschen neugierig sind. Project Hospital wird ersetzt werden durch Grim Dawn. Grim Dawn ist ein Rollenspiel, wo man in einer Welt, die eben dem Grim Dawn, dem grimmigen Ende ausgesetzt ist, oder dem grimmigen Weltuntergang ausgesetzt ist, als Kämpfer entgegentritt. Sehr, sehr geil gemacht. Es ist ein einziges Gemetzel, ganz was anderes. Also im Gegensatz, hier müssen wir Leben erhalten, da müssen wir jede Menge Monster erledigen. Das wird es dann also in der Zukunft geben. Jetzt lasst mich kurz überlegen, das ist die Folge von Donnerstag, das heißt, wir werden mit diesen wir werden dann wahrscheinlich am kommenden Montag oder vielleicht auch an dem Sonntag mit Grim Dawn starten und dann freue ich mich da schon drauf, wie Bolle mit euch Grim Dawn zu zocken. Ich spiele das schon nebenbei die ganze Zeit und ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich habe eine ganze Menge Strategiespiele jetzt gemacht. Jetzt noch mal wieder ein bisschen Rollenspiele kommen. Dragon Age haben wir ja schon als Wiederauflage, weil es mir abgeschmiert ist. Und jetzt kommt Grim Dawn und RimWorld haben wir ja auch noch. Na, und mal sehen, was ich dann mir für sonntags hin und wieder überlege. Bis hierhin erstmal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei allen, die bis hierhin das Spiel begleitet haben. Es war wirklich eine tolle Sache. Bleibt mir weiter treu. Vielleicht schaut da bei Grim Dawn rein. Ich glaube, bin davon überzeugt, es wird euch gefallen. Und wir sehen uns dann bei dem nächsten Projekt. Wahrscheinlich schon morgen, denke ich mal. Ne? Weil morgen, Moment, jetzt haben wir Project Bisborn. Morgen kommt dann RimWorld. Da bist du doch auch dabei. Ne? Komm, sei ehrlich, bist du auf jeden Fall. Ne? Also, bis denn. Tschüss, euer Alien. Ciao.